Stand gerade 26,7 Grad. Ja, ich habe jetzt das Missgeschick auch noch, dass ich mein Handy aufladen muss und ich keine Steckdose mehr frei habe. Leider. Ich brauche mal noch ein zweites Verlängerungskabel. Und so lange kann ich jetzt den Ventilator nicht anmachen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier für eine Hitze drin ist. Also ich würde schätzen, ich bin immer noch bei 30 Grad, vielleicht 29, weil jetzt habe ich ja hier noch dieses Licht an. Dieses Licht strahlt immer so eine geisteskranke Wärme und ich kann das Fenster nicht aufmachen. Ich muss mir mal wirklich vielleicht so ein Mückennetz kaufen, aber das ist hier so ein Halbbalkon und deswegen ist das Fenster bodentief. Da müsste ich hier das ganze Fenster abdingsen. Also mal gucken, wie lange ich aushalte. Ich wollte mir sowieso das Spiel reinziehen, aber ich habe jetzt extra spät angefangen. Denn als ich das Video gedreht habe, ey, da hätte ich wirklich keine Minute länger ausgehalten. Ihr werdet mich transparent sehen. Ja, dann bin ich transparent wie ein Schlossgespenst. So, erstmal danke auf jeden Fall an euch beide. Ja, machen wir erstmal ein bisschen Tommys Coffee Talk, dann gucken wir in den Vlog rein. Aber als allererstes mal, dass wir das kurz abgehakt haben. Jetzt sind ja die Achtelfinalpartien durch. Türkei gerade gewonnen. Ganz, ich muss aber sagen, Schiedsrichterleistung fand ich nicht gut. P-Punkt. Muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Spiel hat mir nicht gefallen, die Schiedsrichterleistung. Wir haben jetzt folgende Achtelfinalpartien. Schweiz gegen Italien. Das ist das erste Achtelfinale, Samstag 18 Uhr. Dann Deutschland gegen Dänemark, 21 Uhr. Da werden Nico und ich auch um 20 Uhr wieder live sein. Wenn ihr Bock habt, können wir gerne zusammen gucken. England-Slowakei dann am Sonntag mit dem nimmermüden Pekka. Es wäre so geil, ich habe sie gerade schon im Chat gelesen, wenn Pekka-Rick einfach die Engländer raushaut. Es wäre einfach zu krass. Spanien gegen Georgien, Georgien gegen Portugal 2-0 gewonnen. Das wird aber wahrscheinlich eine Mammutaufgabe, aber wer weiß. Georgien hat ja nichts zu verlieren. Frankreich gegen Belgien, auf dem Papier eigentlich eine krasse Partie, die wahrscheinlich, also könnte ich mir vorstellen, aber auf dem Feld dann enttäuschen wird. Portugal gegen Slowenien, das ist beides Montag. Und dann am Dienstag Rumänien, Niederlande und Österreich, Türkei. Das finde ich ja mal ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ich würde jetzt erstmal so schätzen, dass die Österreicher da die Nase vorn haben, weil die mir auf jeden Fall noch krasser gefallen haben. Also sehr, sehr starke Leistungen gebracht haben, vor allem kämpferisch, pressingmäßig, läuferisch. Aber man weiß nie in so einem K.O.-Spiel mit den Fans im Rücken, wobei Österreicher werden ja auch viele da sein, aber ich denke mal schon, dass da die Mehrheit, wo ist denn das Spiel eigentlich? Leipzig, okay, also da würde ich schon sagen, dass die Mehrheit für die Türkei ist. Wenn sicherlich ganz, ganz viele Berliner auch anreisen oder aus ganz Deutschland. Also sind sehr, sehr interessante Partien dabei, muss ich sagen. Georgien, einfach eine geile Mannschaft. Zum Glück sind die weiter. Ich habe mich auch sehr für Georgien gefreut. Haben sie sich verdient. Und das bei der ersten Turnierteilnahme. Steini Junior, auch mal wieder am Start. Danke für dein Prime-Abo. 26 Monate am Start. Moin, Schiri war schlecht, 1-1 darf eigentlich auch nicht zählen, weil der Stürmer dem Torwart in die Hand springt. Naja, das würde ich anders sehen. Da würde ich eher sagen, er springt und der Torwart springt ihm mit seinen Händen rein und will den Ball fangen. Das ist ja nicht mehr so wie früher, dass du da im 5-Meter-Raum den Keeper nicht berühren darfst. Der Torwart springt ja, er springt ja einfach nur hoch und er springt in ihn rein und kann den Ball nicht kontrollieren. Würde ich auch nicht abpfeifen. Aber es gab, hätte ein paar mehr rote Karten geben können eigentlich, würde ich mal so sagen. Österreich nimmt die Türken auseinander. Wir werden es sehen. Also ich würde auch sagen, Österreich würde ich vorne sehen auf jeden Fall. Aber diese K.O.-Spiele, da weißt du wirklich nie. Österreich hat die doch vor ein paar Monaten 6-2 oder so rasiert, ja. Kann man aber trotzdem, finde ich, nicht vergleichen. 6-1 sogar war das, stimmt. Wir haben ja auch gegen die Türkei verloren. Ich glaube auch nicht, dass das in einem Turnier jetzt nochmal passieren würde. War heute beim öffentlichen Training, wirkt so, als würde Agu Rochel diese Saison rasieren. Das habe ich von mehreren schon gehört. Ich glaube, Lil Benzi hat mir das auch geschrieben, dass er, oder ich weiß gar nicht mehr, haben so viele von dem Training geschrieben. Finde ich erstmal geil, dass so viele von euch da waren und sich die Zeit genommen haben, auch die neuen Spieler zu begrüßen, sich das alles mal anzuschauen, auch das neue Trainerteam. Haben ja mehrere, also mindestens mit dir jetzt drei Leute geschrieben, dass Agu Rochel richtig geile Bälle gespielt hat. Und mir hatte ja neulich schon mal einer geschrieben, dass Agu Rochel eigentlich in Südamerika auch für seine gute Spieleröffnung bekannt war. Bloß das haben wir leider nicht gesehen. Kann natürlich auch daran gelegen haben, dass er bei uns dauerhaft eigentlich verletzt gespielt hat. Ne?
Hat er noch eine Sache zum Training vergessen? Die Torhüter haben bei Rondo, beim Rondo mitgespielt. Sehr gut. Da werden es sicherlich einige einfacher und einige schwerer gehabt haben. Eigentlich Golla und Tjark, ja, super Fußballer. Und haben, das wissen wir ja alle, wie es auch schon in Nürnberg war, dass dann später noch der Keeperwechsel kam, dass ihm das sehr wichtig ist, dem Christian Fiel, dass du einen guten Fußballer am Tor hast, der quasi die Spieleröffnung einleitet. Ich wollte mal kurz Pauls Kommentar vorlesen. Den fand ich besser als jeden Bericht über das erste Training unter meinem neuen Video, das ihr auch gerne alle abchecken könnt. Aber morgen oder nach dem Stream natürlich erst. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich den hier finde, den guten Paul. Ein toller Kommentar von dir gewesen, sehr aufschlussreich. Hier ist er. Zeige ich euch mal. Vom guten Paul. Ganz herzlich, dein Michael P. Punkt. So. Hier ist er. Ich mache mal ein bisschen nach rechts, damit ihr das besser seht. Folgende Eindrücke vom Training war vor Ort. Das ist der Paul aus dem Chat. FN7 ist charakterlich unfassbar wichtig. Er war wie der verlängerte Arm des Trainerteams in der jeweiligen Übung unterteilt in Gruppen, Rondo etc. Spielidee wird sofort implementiert. Auch gegen den Ball wurde in einem 8 gegen 4 Rondo mit 3 Teams, 2 Teams gegen 1 Team immer sofort ins Gegenpressing gegangen nach Ballverlust eines Teams. Interessant war dabei, dass die zentralen Mittelfeldspieler Masra, Ibrahim sich zwischen den Gegnern befanden, also unter starkem Gegnerdruck. Man merkt schon, dass Fiello Masra besonders unter seine Fittiche nimmt. Bradley Ibrahim war positiv und musste als einziger richtiger Sechser auch Verantwortung übernehmen. Das haben ja auch viele geschrieben, dass Bradley Ibrahim positiv aufgefallen ist und Schuler. Schuler hat technisch einen überraschend stabilen Eindruck gemacht. Monroy war eher Kumpeltyp, wohingegen Fiel der strengere Part war mit den ganz klaren Aussagen. War natürlich noch nicht ansatzweise alles perfekt, wie auch, aber die erste Trainingseinheit war erfrischend. Das waren so die subjektiven Eindrücke heute Mittag. Zu Sessa und Cuisance kann ich nicht sagen, da sie immer auf der komplett anderen Seite waren, dort, wo die Sonne mich weggebrutzelt hätte. Also vielen Dank für diesen coolen Kommentar, war ein sehr, sehr schöner Eindruck. Und wir gucken uns gleich auch noch das Trainingsvideo an. Guer, danke für dein Prime-Abo, 3 Monate am Start. Bin hyped auf die nächste Saison. Ich auch. Ich glaube, das sind viele hier. Das mit Schula habe ich aber ganz anders wahrgenommen. Haben wir aber mehrere geschrieben. Kommt natürlich auch immer auf die Erwartungshaltung an. Gerade hier in Kreuzberg das Türkei-Spiel geschaut, so ein schlechtes Spiel, die Stimmung aber umso besser nach dem 2-1 erstmal direkt mehrere Pyros. Bei mir wurden hier auch gerade Pyros, es war richtig laut. Da war ich habe hier oben zwar alleine geguckt, aber habe mitgefiebert. Und danach wurden ein paar Pyros und Raketen gezündet. Ich dachte, mein Haus fackelt gleich ab. Martin kommt jetzt auch früher zurück, macht aber jetzt erstmal Urlaub. Der wird erst später dazu stoßen. War noch die letzte Chance für Ungarn, aber mit 3 Punkten weiterzukommen ist dann doch äußerst schwierig, klar. Jaime Monroy, oder wie ich ihn ab heute nenne, Mr. Bravo. In 2 ruhigen Stunden kannst du dir komplette Einheit nochmal in Real Life bei Instagram geben, Tom. Haben die das hochgeladen? Ich glaube, dafür habe ich keine Zeit, mit 2 Stunden Training reinzuziehen. Aber wer weiß, vielleicht kann ich irgendwann mal nicht schlafen. Haben die das? Die waren live, ne? Auf Instagram. Ich guck mal kurz. Müsste dann wahrscheinlich bei den Reels oder... gucke ich mir dann nochmal an. Vielleicht. Oder guck auf jeden Fall mal rein. Fiello nennt die Mannschaft einfach Jungen. Ja, sind ja auch viele Junge dabei. Jaime war so geil mit seinem iPad.
Da werden sich gleich wieder einige beschweren. Das ist doch ein Laptop-Trainer. Da könnt ihr gar nicht mehr kratzen und beißen. Tachchen, habe ich schon was verpasst? Nee, wir haben gerade erst angefangen. Wart ihr alle in der prallen Sonne beim Training oder was? Rochel war nicht einmal in meiner Nähe. Ja, da haben sich einige geopfert, mein lieber Paul, und haben sich ab in die pralle Sonne, in die Mittagssonne gestellt. Gefühlt so viele Spieler beim Training, da werden uns sicher noch welche verlassen, hoffe nicht die falschen, beziehungsweise nicht die richtigen. ja, da werden uns sicherlich noch einige verlassen. Waren ja heute schon 29 und da waren ja noch nicht mal alle dabei. Da werden noch einige gehen. Man hat richtig gesehen, dass Seevolk sich mega freut. Man merkt, wie wichtig ihm diese Positivität von allen Fans ist. Der hat gar nicht aufgehört zu strahlen. Ja, habe ich ja schon mal gesagt. Also so hat er den Eindruck auch in dem Interview gemacht von Kevin from the Block und auch, wo ich ihn einmal getroffen habe. Auf jeden Fall. Für Rochel bestimmt jetzt auch ein Vorteil, dass der Trainer seine Sprache spricht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das aktive Coaching des Trainerteams war super, wirkte produktiv, gab auch mehrere Einzelgespräche, heißt es wahrscheinlich, mit Rolke, Gechter und Co. Ah ja, Gechter ist ja auch wieder dabei, da wissen wir auch noch nicht ganz über die Zukunft, ne? Jetzt Killerzecke, jetzt lass dich doch mal die türkischen Fans freuen, Mann. Guck dir mal an, wie die letzten Turniere abgeschnitten haben. Ich finde es viel schlimmer, dass bei uns immer so eine Dreckstimmung ist, obwohl wir im eigenen Land die EM spielen. Und dann gucke ich mir Holland, Schottland, Türkei und was weiß ich alles an und da ist immer die beste Stimmung. Ich kann noch berichten, dass die U23 zuvor die gleichen Übungen gemacht haben wie die Profis später. Also auch dieses 8-4 Rondo und Sona war auch dabei. Ja, cool. Umso schöner, wenn sich das immer mehr, ja, wenn das immer besser abgestimmt wird, auch mit den Jugendmannschaften. Ich bin auch sehr gespannt, was unser ehemaliger U17-Trainer, ist ja auch noch selber sehr jung, Hasanovic, jetzt macht. Oder habe ich das falsch im Kopf? Hasanovic macht die U23 und Hartmann die U19 oder war es andersrum? Bin ich jetzt durcheinander? Nee, Michael Hartmann macht die U19, ne? Und Hasanovic macht die U23. Vlog hat schon Bock gemacht. Fiello bisschen, wie ich gehofft habe, vor den Medien nicht komplett souverän, aber vor der Mannschaft schon einen guten Ton getroffen. Geiler Typ. Ich habe auch mit ein paar Leuten gesprochen, die gute Kontakte zu Spielern haben. Der ist da auf jeden Fall gut angekommen. Sowas entwickelt sich natürlich immer. Am besten ist, du hast gleich Erfolg, dass jeder Spieler dir vertraut. Das, was der Trainer sagt, klappt auch. Aber der erste Eindruck war anscheinend bei vielen gut. Alleine, weil die ganzen Nürnberg-Fans so salzig sind, will ich, dass Hertha die 5-0 abschießt. Ich bin mal gespannt. Was haltet ihr von Klose als Trainer? Was haltet ihr davon? Babelsberg hat entschieden, die wollen keine Testspiele mehr gegen Hertha und Union machen. Ja, habe ich gelesen, aufgrund der Vorfälle letztes Mal, ne, bei uns, gegen uns. Ich habe aber gelesen, da waren irgendwie nur, also irgendwie 29 Stimmen oder so dafür haben gereicht, um diesen Antrag zu bewilligen, keine Testspiele mehr gegen Hertha und gegen Union zu machen, weil halt so wenige anwesend waren. Die haben ja irgendwie über 1800 Mitglieder oder so. Ist richtig, ne? Also Michael Hartmann U19, Hasanovic U23, genau. Rejan Hasanovic, spricht das überhaupt richtig aus oder heißt der Rejhan? Rejhan. Hasanovic U23, Freund von mir, absolutes Trainerjuwel, hat auch schon Angebote aus England gehabt, aber will es bei Hertha schaffen mit dem Hocharbeiten. Ich bin sehr gespannt. Also unsere U23 braucht auf jeden Fall, das ist ja sowieso sehr dynamisch, wie der Kader da aussieht, aber unsere U23 braucht auf jeden Fall mal eine Umkrempelung, sage ich mal so. Und wir haben ja damals schon von der U17, haben wir ihn auch gesehen, im Umgang mit den jungen Spielern. Bin ich jetzt gespannt, wie er es mit teilweise dann auch schon gestandenen und erwachsenen Spielern macht. Aber haben wir ja schon mal in so einer Doku von Hertha gesehen. Sarah ist nicht mehr Trainerin bei Hertha. Kommt sie jetzt wieder öfters online? Das musst du Flo fragen. Ich habe Flo heute leider nicht erreicht. Ich wollte ihn mal fragen, wann es mit unseren Talks weitergeht. Aber am morgigen Donnerstag geht es auf jeden Fall mit Talks mit Benny weiter. Morgen sind wir bei das Rondo TV Live. Der Hertha-Schwerpunkt, kann ich euch aber schon mal sagen, wird die Woche darauf am Donnerstag, wenn jetzt nichts dazwischen kommt. Ich weiß gar nicht, ob die Woche darauf am Donnerstag Spiele sind. Aber das nächste Mal im Talk mit Benny bei mir sein, dann wird wahrscheinlich auch der Julian dabei sein und ein bisschen was über viel aus seiner Sicht sagen. Da werden wir auch ein bisschen mehr Fokus auf Hertha legen.
Die Nürnberger haben sich lustig gemacht, dass nur 50 bis 100 Fans an einem Montag um 11 Uhr beim Training waren. Ja, es gibt auch Leute, die müssen arbeiten. Entschuldigt mal bitte, ja. Ich glaube, das wird scheitern mit Klose. Kommt darauf an, wie viel Mitspracherecht das Trainerteam hat. Ja, die Chancen stehen jetzt wahrscheinlich auf jeden Fall schon mal höher für Mitspracherecht, weil Hacking nicht mehr da ist. Aber ich kann Klose auch noch nicht so richtig einschätzen. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass Klose einer ist, der mich emotional anzündet oder der mal laut werden kann. Also vielleicht schätzt man das auch falsch ein, aber ich kann es mir, der hat immer so ein bisschen, ne, der ist sympathisch, aber für einen Trainer hat er für mich so ein bisschen so eine schläfrige Art. So eine zurückhaltend, ne, nicht schläfrig, sagen wir mal zurückhaltend. Du, bei mir ist es hier auch noch laut draußen. Flo leider sehr abgehoben geworden. Der ist doch bestimmt wieder auf den Cayman Islands. Durch das Training heute bin ich schon gehypter als vorher. Der erste Eindruck ist halt wichtig. Mal schauen, ob Fiel sein Ding mit dem offensiven Ansatz bis zum Ende durchzieht. Hat er ja in Nürnberg nicht getan. Ja, beziehungsweise dann situativ halt wirklich anderen Fußball spielen lassen. Aber manchmal bist du halt vielleicht auch in einer Drucksituation. Ich würde das allen beantworten, außer Rapstar. Also abgesehen von Nürnberg, aber in Dresden war die Zeit ja auch nicht gerade erfolgreich. Nee, das stimmt. Das sind ja auch die Kritikpunkte an ihm, die sehr, sehr viele Fans jetzt, also die ein mulmiges Gefühl bei vielen Fans auslösen. Aber manchmal braucht es, wie bei Spielern, auch bei Trainern, erst die richtige Station oder den richtigen Kader oder das richtige Umfeld, dass es funktionieren kann. Warum das ausgerechnet härter sein sollte, weiß ich auch nicht. Aber wir hoffen natürlich, hope for the best, prepare for the worst, wie der Franzose sagt. Klose als Moderator auch langweilig hoch 10 gewesen, ja. Was sagst du zu Benesch, dass Benesch zu Union geht? Wieder mal ein sehr, sehr cleverer Transfer. Haben die jetzt die Ausstiegsklausel gezogen? Die lag ja irgendwie nur bei 2,6 Millionen. Krasser Transfer von Union mal wieder. Also wirklich krasser Transfer. Die waren ja sehr weit schon mit Stöger. Der ist dann zu Gladbach gegangen und sich jetzt einen Laszlo Benesch zu holen, der ja sogar schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat bei Gladbach und dann über den Umweg zweite Liga für mich einer der besten Zweitligaspieler und einer der besten Spieler beim HSV letzte Saison. Krasser Transfer. Das Wasser sieht köstlich aus. Lecker, ne? So schön hier. Schön perlend. Oh, das tut es gut, ey. Selbst mein Kühlschrank ist nicht mehr richtig kalt. Erst beschweren wir uns, dass wir keinen richtigen Sommer haben, dann kommt der richtige Sommer und dann beschweren wir uns auch wieder. Das sind die Berliner, beziehungsweise die Deutschen. Ebert war auch schon mit Feuer dabei, Standards konnte Ebi ja immer, hoffe, er kann das vermitteln. Ja, ich hoffe auch mal auf so ein paar, ich habe es heute im Video schon gesagt, ich wünsche mir auch manchmal so ein paar, wenn ich jetzt 6 Ecken schon hatte und die kommen eigentlich ganz gut, aber nie setzt sich einer von uns durch, dann wünsche ich mir auch mal ein paar Varianten, aber durchdachte Varianten, wo jeder weiß, was er zu tun hat. Muss ja nicht gleich so extravagant sein wie bei Brentford. Uli schreibt, Klose sehr underrated, kann man an ersten Stationen nicht bewerten. Denke, der kommt von ganz oben und man muss ja nicht laut sein, um gut zu sein, weil der wirkt schon, wenn der zu Zweitliga-Profis redet, als Weltmeister. Klar, in Österreich hat es jetzt nicht geklappt, aber es ist ja das Ähnliche wie mit Fiel. Heißt ja nicht, dass es nicht klappen kann. Ich glaube, bei Bayern war er auch Offensivtrainer, ne? Svensson bei Union zu sehen, hat mich schon ein bisschen gebrochen, muss ich sagen. Ich freue mich auch nicht gerade darüber. Der passt aber auch, wie sagt man so schön, wie ein Topf zu seinem Deckel. Ich wollte es jetzt mal ein bisschen gediegener ausdrücken. Er hat ja in der PK gesagt, dass er hier die Möglichkeiten sieht, seine Ideen im Kopf umzusetzen. Das war schon ein kleiner Seitenhieb, denke ich. Ja, kann man auf jeden Fall reininterpretieren. Also es war jetzt auf Fiel bezogen, dass er das bei Nürnberg nicht konnte. Wenn Rochel Stamm spielt, macht er mindestens 5 Tore nach Standard. Also Fuerte, der ist ja, sag mal, Fuerte, hast du irgendwie spanische Wurzeln? Das passt, würde auch zum Namen passen. Oder südamerikanische Wurzeln vielleicht sogar. Da ist ja einer richtig heiß hier auf Rochel. Aber wenn es so kommt, dann hast du es als erster gesagt. Hab den Anfang verpasst. Wer war heute von den Jugendspielern dabei? Nur Rölke, glaube ich. Also wenn du jetzt Bilal Hüseyin, sage ich schon, ich verwechsel die Namen immer. Wenn du Bradley Ibrahim jetzt als Jugendspieler ansiehst, dann Bradley Ibrahim.
Klose hat bei Bayern mit Musiala viel am ersten Kontakt gearbeitet und gerade dieser lange Ecke schlänzen. Ja, das haben die ja immer gesagt und deswegen, so hat er auch das Tor gegen Köln gemacht, wodurch dann Bayern in letzter Sekunde statt Dortmund doch noch Meister geworden ist vor einem Jahr. Aber der Fußball bei Union wird nur noch schrecklicher. Richtiger Antifußball aus Benisch Sicht finde ich den Transfer komisch, weil er dort kaum sein volles spielerisches Potenzial ausschöpfen kann. Naja, auf jeden Fall ist er ein sehr, sehr guter Standardschütze. Damit arbeitet Union ja auch gerne. Und es gab auch Zeiten, das muss nicht jedem gefallen, aber wo Bo Svensson sehr erfolgreichen und sehr intensiven Pressing-Fußball gespielt hat. Also ich erinnere mich da mal an diese vordere Dreierreihe. Das war teilweise schon Wahnsinn, wie schnell die Bälle zurückerobert haben. Was ist mit Truus, Maser und Gottschalk? Ich glaube, Maser war bei den Profis, sehe ich gar nicht mehr als Jugendspieler. Truus und Gottschalk waren, glaube ich, sind bei der Jugend noch, ne? Ach, Boris Lum auch noch nicht dabei. Aber ich meine, du darfst auch nicht vergessen, da sind jetzt fast 30 Spieler, da kommen noch welche dazu. Das kann sich im Trainingslager ändern, das kann sich ändern, wenn in den nächsten Tagen, Wochen Spieler uns verlassen, dann kann sich das ja nochmal ändern. Jetzt mal hier die Kamera irgendwie ein bisschen anders positionieren, so. Das ist so heiß hier. Das ist so heiß, Alter. Hilfe. Ich schwitze natürlich nur vor Aufregung, weil hier so viele Zuschauer sind. Bei Fjell, denke ich, ist die Idee entscheidend. Dafür brauchst du auch den Kader. Und ich denke, den hat er bei Hertha mehr als bei Dresden oder bei Nürnberg. Ganz herzlich, dein Michael P. Also müsste man sich eher die Entwicklung angucken mit der Triggerwarnung Spielermaterial als den reinen Punkteschnitt. Amen. Absolute Zustimmung. Muss aber dann hier auch was zeigen, finde ich. Dom96 live, danke für dein Prime-Abo, 26 Monate am Start. Ich kann es nicht lassen, es ist ganz wie eine Sucht. Dein Michael. Und genauso soll es sein. Danke dir für dein Prime-Abo, genauso wie Ragnar Fickerson für dein Stufe 1-Abo, 19 Monate am Start. Danke euch beiden. Ibrahim sah auch gut beim Training aus, vielleicht schafft er ja den Durchbruch. Ja, dann braucht man sich wahrscheinlich gar keine Gedanken um einen Jibama beispielsweise machen. Der jetzt wohl auch im Gespräch sein soll. Standard Lüttich, ja, anscheinend die Pole Position. Und ich habe mich anscheinend gestern wirklich geirrt. Es gab gar kein Jibama-Gerücht. Das Gerücht von Jibama hat der alte Fake News spreadende Felicio sich ausgedacht. Nee, ich hatte das im Hinterkopf, aber das war, glaube ich, ein Vorschlag von Kickoff. Danke an Sean für den Hinweis. Im TM-Forum hat jemand geschrieben, dass die U23 sehr ähnliche Übungen gemacht haben soll. Hört sich alles vielversprechend an. Moppiline hat das ja auch gerade reingeschrieben. Die Schiedsrichter in dieser EM sind ein Witz. Also der heute war auch sehr unsouverän. Man muss natürlich dazu sagen, das war heute auch ein absolutes... Also es war ein ekliges Spiel. Von Fairness kann man da auch nicht wirklich reden. Du hast gesehen, um wie viel es geht. Aber da waren auch viele Entscheidungen. Entweder waren sie zu kleinlich oder dann aber auch seine Linie nicht durchgezogen. Und das war auch nicht das erste Spiel. Kickoff hat Jibama reingebracht, absolut. Bradley Ibrahim laut Transfermarkt 1,85 könnte wirklich gut passen. Ich glaube auch, also ich habe den ja ein paar Mal in der U23 gesehen, da hat er mir überhaupt nicht gefallen. Aber da habe ich auch schon gesagt, ich würde mich davon jetzt nicht abschrecken lassen, weil teilweise haben die dann gegen Eilenburg oder so eine richtigen Tretertruppen gespielt. Und auch so vom Spielsystem her war das dann eher so lange, hohe Bälle rein. Und dass er da vielleicht nicht super aussieht, kann ich mir schon vorstellen. Doch, Schibama war vor 2 Jahren schon mal im Gespräch. Ja gut, das meinte ich aber nicht. Ich dachte wirklich, der wäre diese Transferphase schon mal im Gespräch gewesen. Gucken wir das 9-minütige Hertha-TV-Video? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte bloß erstmal, wenn wir hier ein bisschen was auszutauschen haben, mich erstmal austauschen, damit es nicht so wild wird, wenn wir uns das Video angucken. Ich unterbreche ja eh immer schon viel zu viel. Grüße. Achso, du hast es im Forum reingeschrieben, Moppilein.
Das ist eine Hitze, Alter. Frage: Hättest du bei Hertha lieber Aichner oder Bo Svensson gesehen, wenn du wählen dürftest? Ich müsste jetzt einen von den beiden nehmen, ja? Boah, zum Aufstieg glaube ich sogar Aichner. Wobei ich jetzt Bo Svensson auch nicht so schlimm finde, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist für einen Aufstiegstrainer mit dem Kader, mit dem wir haben. Aber finde ich beide nicht so ein perfektes Match. So ein Junge wie Ibrahim braucht auch einfach einen guten spielerischen Ansatz. Wenn der nicht weiß, was er da machen soll, hängt er halt in der Luft. Genau das meine ich ja. Und dann spielst du auch noch gegen so eine Tretertruppen. Das ist nicht sein Spiel. Auf einem völlig zerpflückten Rasen. Hab schon mal reingeschrieben, Ibrahim war im Spieltagskader von Arsenal in der Europa League. Wenn die dem Jungen das Vertrauen geschenkt haben, sollten wir das auch tun. Eingewöhnung hin oder her. Ja, also wenn du Ibrahim jetzt schon mit einplanen möchtest, das wird sich ja auch herauskristallisieren jetzt durch die Vorbereitung. Wenn das Trainerteam ihm sowas zutraut, dann brauchst du eigentlich, wenn du Demme holst, auch keinen anderen Sechser mehr holen. Sonst blockierst du ihn ja nur. Das wäre auch perfekt. Demme kann ja eh nicht mehr ewig spielen wahrscheinlich. Dann hast du gleich einen jungen Mann und blockierst trotzdem nicht seine Entwicklung. Zumal ich auch gar nicht weiß, ob Demme, ich kann es nur einschätzen, wenn der kommt, ob der überhaupt noch über 34 Spiele plus DFB-Pokal jedes Mal 90 Minuten gehen kann. Aber wir haben ja auch noch ein Seevolk, die Allzweckwaffe. Seevolk ist quasi niederländisches Taschenmesser. Ich bin mal gespannt, ob Kenny mit dem neuen Fußball klarkommt. Ich bin mal gespannt, ob Kenny ein Angebot kriegt und dann weg ist. Aber ich verstehe natürlich deinen Ansatz. Tom, schon einen Stream mit Flo geplant. Mal von der Strickloge? Ja, klar. Also es geht ganz normal weiter, wenn Flo wieder da ist von seiner Sommerpause. Keine Ahnung, was er da macht, außer Bier trinken und Bollerwagen fahren. Wenn Flo von seiner Sommerpause wieder da ist, dann gibt es wieder jeden Mittwoch einen Talk, sofern nichts dazwischen kommt. Fußballtransfers hat aber auch gestern über Djibril und Hertha berichtet. Ja, das war ja der Bericht von der L'Équipe, einfach nur nochmal rezitiert im Endeffekt. Ne? Hast du schon mal einen Sona spielen sehen? Was hältst du von dem? Also ich glaube, dass ein Sona, ja, habe ich, fußballerisch tolle Qualitäten hat, wenn er topfit ist, aber dass durch seine schweren und langwierigen Verletzungen ihm das psychisch irgendwie im Weg steht und blockiert, in Körperkontakt reinzukommen und 1-gegen-1-Duelle. Aber ich habe ihn jetzt im letzten halben Jahr natürlich nicht gesehen bei der Laie. Ohne Abgänge bräuchten wir noch einen Außenspieler, idealerweise für beide Seiten. Ich sehe hinter Rehse und Winkler kaum wirkliche Konkurrenz aktuell, da brauchten wir noch etwas, sonst sind wir eigentlich gut aufgestellt, vielleicht einen schnellen IV, aber da brauchen wir erst Abgänge, brauchen aber eine Konterabsicherung. Ja, sehe ich ähnlich und wie gesagt, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich würde dann auch ein anderes Profil von, also einer, der beide Seiten bespielen kann, wäre schon mal top, aber ich würde auch ein anderes Profil suchen, als es Winkler dann beispielsweise ist. Aber wer weiß, ob wir wirklich mit so klaren Außen spielen oder eher mit Halbraumstürmern, dann ist vielleicht auch ein Palko Dardai sogar eine Option, der für mich aber kein Außenbahnspieler ist, der die Breite hält. Habe letztens mit einem Spielerberater aus Österreich gesprochen, der hat mit befreundeten Scouts gesprochen, die Ibrahim letztes Jahr bei der U23 gesehen haben und die meinten, der ist von den Ansätzen herausragend gewesen, auch wenn natürlich die Liga ihm nicht in die Karten spielt, die gucken jedoch Fußball anders. Ja. Wie gesagt, er hat eine elegante Ballführung, eleganten Bewegungsstil, elegante Abläufe, aber das sind teilweise nicht die Sachen, die gefragt sind in der U23, in der Regionalliga. Mann, die Mette Minze schreibt, fand einige heute etwas lustlos, aber war auch erst bei der zweiten Einheit. Glaube, die waren schon ganz schön im Eimer nach dem Training und Lauf bei der Hitze. Das kann durchaus sein. Findest du, man könnte Maolida, falls wir ihn nicht verkauft bekommen, eine neue Chance geben unter vier Rennen? Fußballerisch ist er nicht schlecht. Fußballerisch ist er nicht schlecht. Ich würde aber, sobald es Angebote gibt und er die annimmt, den auf jeden Fall gehen lassen, weil er hatte unter verschiedensten Trainern, das muss man ja dazu sagen, immer wieder Chancen, hat auch immer mal wieder das
ganz kurzzeitig eventuell mal aufblitzen lassen, aber erstens ist er viel zu teuer. Nächstes Jahr würde er dann, glaube ich, ablösefrei gehen, weil er bis 25 Vertrag hat. Und zweitens hätte ich bei ihm zu sehr Angst, dass er wieder in alte Muster verfällt. Also wenn es jetzt Angebote gibt und er nicht darauf besteht, nächstes Jahr als Free Agent ablösefrei wechseln zu können, dann lass ihn gehen. Bitte. Gesundheit, danke. Hertha kann Özcan von uns holen, der wird keine Chance mehr bei uns haben, nur das Gehalt. Das können wir uns niemals leisten. Özcan wird immer noch in der Bundesliga genug Abnehmer finden und es ist nicht ansatzweise drin, was der bei euch verdient. Konga und Maulida sind verbrannt, die werden beide keine Zukunft mehr bei uns haben, sehe ich auch so. Wenn du das Kapitel beenden kannst und damit noch Geld verdienen kannst, plus noch Gehaltsbudget freimachen kannst, weil die ja jetzt absolute Topverdiener wären, dann go for it. So, ich schließe jetzt mal, jetzt habe ich das Handy ein bisschen geladen, ich schließe jetzt mal hier meine Belüftungsanlage an und dann gehen wir ins Video rein. Oh, ist das eine Hitze! Hilfe! 29 Grad habe ich hier noch. Kann da jemand mithalten? 29 Grad, gefühlte 39. Warum läuft denn meine Nase auf einmal so? Was ist los? Was ist hier los? Ist das von der Hitze oder was? Irgendwie juckt die auch total. So. Krass, wie der BVB gefühlt ganz VfB aufkauft. Ist der BVB, sind nicht viele, wir haben ja Chalong hier, gibt es nicht viele BVB-Fans, die sich immer darüber beschweren, dass der FC Bayern so verfährt, dabei verfährt Dortmund genauso. Ich erinnere mich auch an die Zeiten damals mit Gladbach, da waren sie auch nicht groß anders. Hab auch 29 Grad Dachgeschoss. Herzlichen Glückwunsch, Flakito. Wir sind Leidensgenossen. Um Gottes Willen. So, dann gehen wir mal in den Trainingsvlog vom lieben Dennis. Der ist nämlich wieder aktiv. Dennis von Hertha TV war neulich bei Dings, ne? ZDF Sportstudio oder so. Auch ganz nice. Bei Kuchnuss gut so, Männer. Muss man einfach arbeiten, richtig. Gut so, Männer. Der ist doch heute schon zweimal mit dem Fahrrad hin und zurück zum Training gefahren. Boah, wäre ich da nass geschwitzt. Ich war heute im Fitnessstudio. Ich war wirklich, als ob ich duschen war mit meinen Klamotten. Bierbedarf, den hätte ich jetzt auch. Aber ich versuche gerade ein bisschen vom Gewicht runterzukommen. Und habe einen sehr großen Bedarf, den ich leider nicht stillen darf. Darf. Danke für dein Prime-Abo. 6 Monate am Start. Laut Forum geht Rehse wohl auch zum BVB. Der TM-User war Schmargendorf. Der hat wirklich immer mal wieder Infos. Okay, ja. Let's see. Dann nehmen sie eher Rehse als Führig vielleicht. Könnte passieren. Ab zu Rheinmetall. Mal gucken, wie Fabi Rehse das findet. Warten wir erstmal ab. Heute war er ja noch beim Training dabei. Weniger Gewicht, dann nimm ein 033 Schulti und nicht immer direkt die Maß. Ach, alles gut. Es war ein bisschen blöd während einer EM, aber ich dachte, ich verzichte jetzt einfach mal während der Sommerpause auf alkoholische Getränke. So, dann gehen wir rein ins Trainingsvideo. Das erste Training der Saison 24-25. Gefilmt von Dennis von Hertha TV. Bobic ist bei Markus Lanz. Was will er denn da? Will er ZDF jetzt noch runterwirtschaften? Man weiß es nicht. Aber dann sollte das ZDF wissen, für die ganzen Fehlentscheidungen, die er dann trifft, kann er nichts, wenn das ZDF kein CFO hat. Das wollte ich nur schon mal vorher anmerken. So, rein ins erste Training. Let's go. Ja. Wollen wir kurz Bizeps? Zeig mal kurz.
Ey, der hat so einen geil bayerischen Dialekt, dass ich teilweise Untertitel bräuchte als Deutscher. Hey, hallöchen, Hertha-Fans. Hallöchen. Geht ab, die neue Saison ist da heute. Der erste Trainingstag hier unter Christian Fjell. Das wird richtig gut. Gibt natürlich einen Vlog hier. Wir sind überall mit dabei und gucken, wie nah wir rankommen. So, Fans sind hier auch schon welche am Start. Sehr gut. Den kenne ich doch, den jungen Mann hier. Hallöchen. Boah, es ist Hallöchen. Hier richtig abgesteckt und alles. Eigentlich bräuchte Hertha TV bei Twitch so ein Hallöchen-Emote. Ja, geil. Bälle sind auf jeden Fall auch schon da. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass nicht nur gelaufen wird. Nicht so wie damals in der Kreisliga. Da hat man den Ball erst nach 3 Wochen gesehen. Also hier. In der Kreisliga gab es auch Derby-Star-Bälle. Bloß das waren andere Derby-Star-Bälle. Weder der damals oder auch im Jugendbereich. Auch in der Landesliga. Da habe ich Derby-Star verflucht. Ich dachte, wie kann man solche Bälle überhaupt entwickeln? Diese Bälle waren sowas von steinhart, die waren der Inbegriff von steinhart. Wenn es dann noch kalt war, dachte man wirklich bei jedem Schuss, man bricht sich einen Fuß, und bei jeder Ecke, die ich treten musste, dachte ich, wie weit soll ich mich nach hinten lehnen, damit ich diesen Ball bei einem Standard auf diesem gefrorenen Boden mit 10 Kilo Gewicht hochbekomme. Ich lag dann teilweise schon auf dem Rücken beim Standardstreten. Ohne die Bäume da hinten wäre ich fast eingegangen, verrückt, wie hitzebeständig alle sind. Ich bin auch nicht so hitzebeständig, wenn ich Klamotten anhabe. Aber vielleicht hätte ich auch einfach blank gezogen. Dann wäre ich wahrscheinlich des Olympiaparks verwiesen worden. Lukas Vogelsang ist auch bei Lanz, könnte witzig werden. Das Problem ist, es gibt halt leider keine. Früher konnte man immer auf YouTube die kompletten Markus-Lanz-Sendungen sich angucken. Das geht leider nicht mehr. Sonst hätte man darauf vielleicht sogar eher eine Reaction machen sollen als auf Hart aber fair. Wahrscheinlich haben sie bei dir Derby-Star auf die Medizinbälle gepinselt. Clever. Das könnte durchaus sein. Ich habe mich tatsächlich eingecremt. Bist du eingecremt? Ja. Sehr gut. Habe ich mir auch einfach jetzt angewöhnt. Jeden Morgen Gesicht und Arme. Nee, ist auch richtig. Lichtschutzfaktor 50. So. Nee, ich habe 30. Ich wollte ein bisschen brutzeln. Ja, aber es bedeutet... Lichtschutzfaktor kenne ich nicht. Rein da und noch Öl raufklatschen. Gleichzeitig immer Hautalterung. Philippa, hast du dich eingecremt? Nein. Na gut. Aber ich seh auch aus wie 12. Also gucken wir uns das hier mal an. Richtig hier alles. So, JP Burmann schon am Werk. Oh, abgesteckt mit der Linie. Oh, der Rasen sieht schön aus, ne? Hat er auch schon mal schlechtere Zeiten erlebt. Twitch sagt seit Wochen nicht an, dass du onkommst. Und dann bist du auch nicht mal in meiner Followerliste. Was ist denn das? Kein Wunder, dass hier keiner zuschaut und ich noch keine 10.000 Subs habe. Da hilft nur eins, KB Wu. Instagram-Nachrichten aktivieren. Dann wirst du nämlich auch keinen Stream mehr verpassen. Da kündige ich es ja eigentlich immer rechtzeitig an. Kannte ich so jetzt nicht. Weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, ob das jetzt nur provisorisch ist, weil wir an sich ganz keine Linien hier haben. Dein Michael Selecta, danke für dein Stufe 1-Abo. 19 Monate am Start. Pyrotechnik. Weil die vielleicht erst noch kommen, oder ob das an sich so ein Ding ist, dass man hier einfach das kleinere Feld dann abstecken kann. Das finden wir alles noch raus. Auf jeden Fall gucken wir uns hier auch noch an, wie JP hier auch schon direkt wieder am Zaubern ist und dabei ist eben sowas auch die geilsten von beweglich. Position einfach hat. Hast du schon Bock aufs Training? Auf jeden Fall. Hallo Hertha-Fans. Hey. Boah, er ist schon außer Atem vom Aufstehen bei der Hitze. Der neue Ball. Oh, stimmt. Hat man den so schon gesehen? Weiß ich gar nicht. Ich dachte erst, da ist ein Fussel drauf, aber das gehört zum Logo. Beziehungsweise zum Muster, so rum. Geil. Also der Ball geil, diese Fussel unnötig, aus meiner Sicht. Was geht? Ivo. Hi, Ivo, Junge. Boah, Kempf, Alter, was hat der denn im Sommer gemacht? Ich glaube, Kempf hat die Boss-Transformation im Sommer gemacht. Guckt euch diese Kanonenkugelschultern an. Also für einen Fußballer hat er echt ordentliche Oberarme, kann man mal so sagen. Hallöchen, ja, Tachin, hi. Cuisance, ich dachte gerade, wäre Marton Dardai. Zack, zack. Hallöchen. Aichi. Hi. Es geht. Tachin. Ey, war heute wirklich. Es geht. Tachin. Hi.
Hallöchen, na, was geht? Alle da. Hi. Schula. Wie er ihn vorgeschoben hat. Schula so voll schüchtern, wie so ein Schul. Ja, oh Gott, wie heißt Schula mit Vornamen? Fällt gerade sein Vorname nicht ein. Martin? Nee. Sag mal, bin ich bescheuert? Christian? René? Ihr werdet gleich alle das reinspammen in den Chat. Luca. Der Luca ist da. Seine Eltern sind umgezogen nach Berlin aus Magdeburg. Begrüßt bitte den Luca in eurer Gruppe. Es geht. Tachin. Hi. Hallöchen. Na, was geht? Ja, geh, Luca. Dennis. Hi. Ist hier was? Hat der Lukas gesagt? Los, Mensch. Geil. Hey, Tachin. Na, ist gut? Es geht. Ach, hallo, guten Tag. Bald heute dich. Taschen. Mach mal kurz Bizeps, zeig mal kurz. Warte, so. Wieso, macht er jetzt auch eine Transformation, der Dennis, oder was? Guck mal. Zeig ich in der Kamera. Das ist doch ein 44er. Sehe ich doch direkt mit der Bauarbeiterbräune. Ich mache ja auch gerade Training. Mal gucken. Ich werde, wenn ich nächste Mal Dennis sehe, werden wir mal einen Bizepsvergleich machen. Ich habe ja mein Maßband immer dabei. Nicht. Sascha, hi, alles wunderbar. Ach so, ja, alle Namen sind richtig, ne? Martin, Christian, René, Schuler. Andreas, Matthias, Felix, Andreas, Matthias, von und zu Blume. Schön erstmal die Aktivierung für die Hüfte, dass man schön beweglich bleibt. Zeig mal Bizeps. Nee, traue ich mich nicht. Da muss noch ein bisschen was kommen. Ich bin ja erst seit einer Woche im Training. Bizeps im Speckmantel, hallo? Aber das stimmt sogar. Ein bisschen ist schon wieder da. Also wenn ich kann ja nachher mal messen, vielleicht durch den Speckmantel komme ich vielleicht auf die 39, 40 oder so, aber das wenigste davon ist Muskelmasse. Ich müsste ich auch mal machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich beweglich bleibe, sondern dass ich beweglich werde. Hallöchen. Na? Oh, mir und schön hochsteigen. Das ist wichtig. Zack. Ordentlicher Late-Night-Stream am Start hier, oder was? Natürlich, mein Lieber. Jawohl. Gut so. Der Lauf zu mir bleibt aber. Hm? Wir hören hier auf, Männer. Komm. Und den Schritt aufmachen, wenn er zurückkommt. Nicht traben. Ein bisschen aufmachen, Männer. Braucht ihr heute nicht zu oft. Hört mir kurz zu. Bleiben wir einmal hier und gucken uns das an. Junge, das ist das, was ich gemeint habe, okay? Es geht immer um Kleinigkeiten. Es ist eine Passform, wo viele Sachen aber drin sind, die wir fürs Spiel brauchen. Okay? Wir starten von außen nach innen, okay? Wir dribbeln an. Du gibst mir Platz nach hinten, wir suchen den entfernten Fuß, in dem Fall den rechten, dass er mit dem ersten Kontakt vorbeikommt, okay? Was wollen wir? An ihm vorbei. Ivo, was passieren kann ist, dass du Mann auf Mann spielst. Gibst du mir diesen Meter, kann er 10-mal Mann gegen Mann spielen, wir haben den Vorteil, das wird immer so sein. Was ich haben will, ich komme im richtigen Moment, gib mir ein Innen-Außen, okay? In die Bewegung. Ist ein Mann gegen Mann, genau dasselbe. Pass ist, geh mal weg. Ein. Wenn ich den ersten spielen kann, spiele ich ihn durch, sonst nehme ich den zweiten Kontakt. Wir gehen immer dem Ball nach. Jungens, Kleinigkeiten. Da war's. Jungens. Die ich jetzt sofort sehen will. Ich will nicht auf den Ball warten, ich will, dass wir sofort in Aktion sind. Verstanden? Gehen wir in die Gruppen, Jungs. Gänsehaut. Nach vorne, vor den Mann. Right one, yes. Unter dem Ball. Oder so. Bilingual hier unterwegs, der Christian Fier. Aber ist wichtig für die Kommunikation. Mal gucken, wie das wird. Aber ist schon zumindest, ich will es jetzt gar nicht bewerten, aber ist schon auf jeden Fall auffällig. Ist erstmal eine andere Kommunikation als unter Pal, ne? Auch auf den richtigen Fuß spielen. Oh, die Läufe. Bisschen Gänsehaut. Das sind einfach diese Dinger. Zack, spielen und gehen, spielen und gehen, spielen und gehen. Genauso muss es halt kommen. Das ist geil. Hier, war Julian, komm on. Sauber, Männer, sauber! Sehr gut, aber.
Ach, das ist Monroy, oder? Ich dachte, das wäre Kuchno. Ich kann es nicht richtig erkennen hier. Ist das Kuchno oder Monroy? Weil er Bravo, Bravo, Bravo sagt. Deswegen habt ihr gesagt, ihr nennt ihn jetzt nur noch Bravo. Trilingual. Spanisch, Englisch, Deutsch. War alles dabei. Hatte sogar das Gefühl, Monroy konnte schon ein bisschen Deutsch. Bravo war aber sein Lieblingswort. Ja gut, das ist ja international verständlich, oder? Vielleicht sollten wir dann jetzt mal ein bisschen in portugiesischsprachigen Ländern. Gibt es ja ein paar. Nicht nur Brasilien, Portugal, sondern auch in Afrika und in Ländern, wo Spanisch gesprochen wird, will dann. Guck mal, Bilal, der hat auch richtige Schultern. Immer zu beiden Seiten können. Das heißt, will ich raus, will ich zu Ibo, geh mal da runter. Will ich zu Ibo, wo spiele ich ihm hin jetzt, in welchem Fuß? Nein, ich spiele ihm in den linken, in den Vorderfuß, dass wir gleich wegkommen. Okay? Das heißt, Jungs, wir werden nicht... Jungs, ist geil, Alter. Stand spielen können. Bewegen wir uns, aber nutzen wir unsere Innenseiten und hören auf mit hier und dem und so eine Scheiße, okay? Benutzen wir die Innenseiten, die helfen uns am meisten. Drei, genau. Drei. Einer rein, einer rein. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wir zusammenarbeiten. Macht auf jeden Fall Spaß zu gucken, finde ich. Diese schöne positive Energie, oder? Fand das so interessant, dass er sogar sagt, in welchem Fuß gespielt werden muss. Finde das gut, wenn man das auch Profis nochmal verdeutlicht, geht mir zu oft unter. Absolut. Wie oft hapert es da dran, dass in den falschen Fuß gespielt wird, dass nicht in den Raum gespielt wird, dass in den Rücken gespielt wird? Das kann einen ganzen Angriff oder einen Gegenangriff töten. Muss ja mit den Basics erstmal anfangen. Er muss sich ja auch erstmal ein Bild von der Truppe machen, wie die Basics sitzen. Das haben schon Welttrainer gesagt. Und KS. Warum? Was passiert? Guck dir mal bitte an, Rondo an, vier Außen, zwei Abwehrspieler innen, aber ein Angreifer steht zwischen den beiden Abwehrspielern innen, wie ein Sechser zwischen den anlaufenden Spielern. Ich kann das gar nicht erkennen, also selbst mit Brille. Wer ist das in der Mitte? Aichi? Leistner? Tim Hoffmann? Ich kann das nicht mal erkennen, ey, meine Augen sind zu schlecht. Aber schön, dass du es mir erklärst. Das heißt, was passiert mit dir? Nika wird sich für einen entscheiden, weil er kann nicht beide. Du bist weg. Vielleicht kriegt Vanessa eine Dusche ab. Einmal durchhüpfen. Ich sehe den Regenbogen. Boah, da wäre ich auch sowas von durchgelaufen. Oh, war das schön. Oh, die Kamera ist übelst nass. Egal. Boah. Warte, 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 komm keiner, komm keiner. Wait. Boah, stark. Oh, ey. Das sieht aus, als ob der Strahl genau in sein Gesicht geht. Ich habe 2-1 und 1-2 zu tippen. Das ist jetzt die erste, das ist auf Bank, die erste Warnung. Läuft's bei dir am Tippspiel nicht so gut runter? Das war das 8-4 Spiel, ne? Doch. Gerade eben. Also vor, der ist vor mir. Die Szene oder? Davor. Ich muss gleich nochmal gucken. Aber es ist ganz knapp. Ey, stellt euch mal vor, das ist schon wieder ein Jahr her. Bei der ersten Trainingseinheit stand Fabi Rehse hier links in der Ecke und hat dieses tolle Interview gegeben, wo er mich schon so begeistert hat mit seiner Eloquenz, Offenheit und Ehrlichkeit. Das war hier hinten in der Ecke. Das ist schon wieder ein Jahr her, dass wir uns das angeguckt haben. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Zweikampf. Ab mit Sprinter in der Tipprunde. Und das ist die ganze Zeit ein Zweikampf mit uns an der Spitze. Der führt noch. Das ist eine Frechheit, versteht er selber nicht. Und dann gucken, dass man es gut ausspielt. Den Ball halten, wenn man kann, aber ansonsten schnell spielen. Boah. Gut, Hoffi. Boah, was ein Pass. Und? Schade. Schade. Gut gespielt. Stark. Die in den
orangenen Leibchen sind neutrale Spieler. Das ist ja jetzt Bradley Ibrahim, glaube ich, wenn ich das von hier erkennen kann. Die spielen für beide Seiten dann im Ballbesitz. Pass von Hoffi. Oder es ist nur Bradley Ibrahim. Es ist nur einer mit dem orangenen Leibchen. Da sind sie. Guck mal, Luca auf Diego. Erstes Trainingstor hier von denen. Ich hoffe, davon folgen noch ein paar und auch nicht nur im Training. Und stark. Meinung zu den neuen Trikot-Leaks haben wir gestern sehr ausführlich besprochen. Kannst dir gerne Brudi Kim auf meinem Zweitkanal reinziehen, das Video von heute. Da haben wir bestimmt 20, 30 Minuten drüber diskutiert. Guter Pass. Boah. Die Haarpracht von Schuler muss aber auch mal angesprochen werden. Definitiv. Föhnfrisur. Ist da. Boah. Ja, was ein Tor von Fabi. Deo. Oh, gut. So kommst du nicht an Deo vorbei. Er ist recht, auch nicht im Training. Ja. Zack. So, ihr Lieben, das war's hier heute mit dem ersten Training der neuen Saison. Und ja, geile Eindrücke. Vielleicht gucke ich mir das Video doch nochmal an, zumindest mal für eine Stunde oder so. Finde ich nämlich sehr interessant. Hätte jetzt auch noch länger gehen können. Lixi, grüß dich. Neuen Coach Fiello. Ich fand's ziemlich cool. Wenn ihr es auch cool fandet, dann gerne ein Däumchen nach oben geben. Kommentiert gerne, wenn ihr irgendwas anderes noch sehen wollt beim nächsten Mal. Und ansonsten natürlich Hertha TV abonnieren hier auf YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, hau he, euer Dennis. Macht's gut, ciao, ciao. Sehr cool. Da lassen wir direkt ein Like da. Und ich, oh schade, 1002, ich wollte 1000 sein. Ich schmeiße euch den Link mal hinein. Interessant, freue ich mich auf die nächsten Trainingsvideos. Haben wir ja in der vergangenen Saison öfter gesehen. Hallo, ich kann es nicht posten. Wieso? Samstag ist nochmal eine öffentliche Einheit für alle Interessierten. Cool. Und Sonntag ist ja das erste Testspiel in Bernau, ne? Wann beginnt das Trainingslager? Hat das einer im Kopf? Bevor ich das jetzt wieder nachgucken muss. Oh, ist das eine Hitze, ey. Ich fühle mich, als ob ich gerade selber das Training mitgemacht habe.